Wir sind hier im Pop-Up-Store in Eppendorf in der Schubachstraße 4 im wunderschönen Hamburg. Dieser Pop-Up-Store ist ein Kollektiv von mehreren unterschiedlichen Designern und natürlich auch Designerinnen und Labels, die diesen Concept-Store gemeinsam gegründet haben. Hier finden wir Labels wie Urban Zwack, Kronjuwelen, Klunche, Cara Caro und noch einige mehr. Ganz neu dabei ist jetzt das Label Urstein. Die Designerin ist Ursula Steinert. Hallo Ursula, erzähl uns doch mal mehr von deiner Mode. Ja, Urstein steht für farbenfrohe Mode, für ganz legere, unkomplizierte Schnitte, für jedes Alter geeignet und auch eigentlich das ganze Jahr übertragbar, weil sie auch so unheimlich gut zu kombinieren ist. Also hier habe ich zum Beispiel mal eine Weste, ja. Man sieht die vielen Farben jetzt hier. Ich drehe sie einfach mal um. Sieht toll aus. Was ist das für ein Material? Ja, das Material ist hier ganz unterschiedlich gemixt. Also wir haben hier verschiedene Seiden drin. Wir haben hier eine Baumwolle drin, Wildseiden auch dazu kombiniert. Und das Futter ist eine ganz einfache Viskose vorne hier auch mit einer Seide dran. Mhm. Ja, und man sieht daran, wie man das kombinieren kann, zu vielen, vielen Farben. Ist das tragbar? Weiß, schwarz natürlich immer. Man kann einen Rolli unterziehen, man kann einfach ein elegantes Kleid darunter tragen, ja, also es ist ja völlig unkompliziert, ne? Und ich arbeite das eben auch in verschiedenen Farben und eben auch auf Maß für jede Person sozusagen, ja, eben zugeschnitten. Neuerdings gibt es bei mir auch Basics, also einfarbige Basics, die man eben gut miteinander kombinieren kann. Auch aus Naturfasern natürlich vorwiegend. Ich habe jetzt die Biobaumwolle noch mit ins Programm aufgenommen. Und es gibt auch noch einen Jungbereich. Da habe ich Upcycling-Elemente mit eingebaut. Ja. Was bedeutet das genau? Das heißt zum Beispiel, wir sehen es hier an den Stulpen und an der Mütze, dass Reste, die einfach entstehen, ganz normal beim Schneidern, dass die viel zu schade sind, um sie einfach wegzuschmeißen. Ja? Und da habe ich einfach daraus ein völlig neues Design entwickelt, das einfach auch interessant anzuschauen ist und ganz neue Möglichkeiten eben der Kombination eben bietet. Ja. Ne? Das sieht alles wirklich sehr toll aus. Könnte ich mal was anprobieren? Oh, klar, gerne. Ja, super. Ja. Ursula, hier sind noch diese tollen Ursteingewürze von dir und diese wunderschönen Malereien. Noch bis Ende Februar hat der Laden hier geöffnet. Wie können wir dich danach erreichen? Eigentlich jederzeit. Bei mir in meiner kleinen Atelierwerkstatt bin ich immer da. Da machen wir einfach einen Termin aus. Ja, super. Also ich würde sagen, shoppen lohnt sich hier auf jeden Fall. Noch bis Ende Februar kommen Sie vorbei. Hier findet wirklich jeder etwas.